Also so ein Buch, ne, wenn das verrottet irgendwo draußen im Wald oder auf der Müllkippe, setzt es CO2 frei. Dann wäre es eigentlich wirtschaftlicher, also vor allen Dingen auch mit Blick auf die Klimabilanz, wenn man die Dinger anzündet. Weil dann erzeugen sie zum Beispiel Wärme, wir könnten jetzt hier eine Lampe ausmachen und ja... Viele Medien in Deutschland gemahnen dieser Tage an den 90. Jahrestag der Nazi-Bücherverbrennung. Ein Land, in dem vor kurzem noch 40% der Bewohner im Alltag Russisch sprachen, verwandelt einen Teil seiner Kultur in Altpapier. Sorry, hier muss die Meinungsfreiheit dann doch Vergleich anmelden. Und zwar zwischen dem gerechten Kampf der geschundenen Ukraine und dem des Unterdrückers auf der anderen Seite. Ein langjähriges Gesetz in Florida verbietet Pornografie für Minderjährige. Wieder falsch. Also das war Gouverneur Ron DeSantis, der sich anschickt, US-Präsidentschaftskandidat zu werden, nachdem er seinen Heimatstaat Florida einen Spitzenplatz bei den Bücherverboten errungen hat. Seine Gesetzgebung ermöglicht Buchverbote in Schulen und Bibliotheken schon auf eine einzelne Beschwerde hin. Bevorzugt verboten wurden dort Bücher über LGBTQ, People of Color und sexuelle Themen. Wir schalten nach Florida. In Russland ist die Sorge über eine Rückkehr der Zensur nach sowjetischem Vorbild groß. Verleger auf der Moskauer Buchmesse Nonfiction sind beunruhigt wegen der Verschärfung des Gesetzes gegen sogenannte LGBTQ-Propaganda. Nee, war wieder falsch. Durcheinander. So ein doppeltes Lottchen aber auch. Müsste man nicht hier endlich und erstmal fragen, ob es nicht einen grundsätzlichen Unterschied gibt zwischen politischen Gründen für Bücherverbote und moralischen? Sie sehen auch keinen grundsätzlichen Unterschied darin, dass das eine also aus politischen Gründen geschah, das andere aus moralischen. Bücherverbrennungen sind Bücherverbrennungen. Das ist, wie Josef Goebbels sagen würde, ja, der Gesinnungslump Erich Kästner, der gönnte sich 33 den frivolen Thrill, an seiner eigenen Verbrennung teilzunehmen. Da dachte ich mir, dass ich, wenn die schon da meine Bücher verbrennen, dass ich auch dabei sein will als Augen- und Ohrenzeuge. Hoffen wir zuversichtlich, Erich währt am längsten. Und dass er uns aus dem Jenseits sein neues Kinderbuch schenkt. E-Mail und die 3-4 Zwillinge oder so. Die Gleichzeitigkeit, mit der in deutschen Medien an die Bücherverbrennung erinnert, über einen rechtsradikalen Ami gestaunt, einen verbrecherischen Russen geschimpft und die gerechte Sache der Ukraine sachlich vermeldet wird, verwirrt. Und immer wieder stellt uns das Leben vor solche unmöglichen Entscheidungen. Rette die Bücher, Junge! Ich versuche, euch zu retten! Viele reden dieser Tage über KI und übersehen dabei doch das größte Risiko. Wie glaubt man, das sind eigentlich fast zu doof, um deutscher Meister zu werden, ja? Markus Söder lässt sich seine Texte seit Jahrzehnten von einem Eimer Gehacktes schreiben. Und dabei kommt es immer wieder zu Ausfällen. Naja, komm, für Bayern reicht's. Was sind eigentlich 101 Kubiki? Umgerechnet ungefähr 10 Promille. Und in diesem naturbelassenen Zustand hat unser Sorgenwolfgang mit jeder Fasel seines Herzens liberal 101 Fragen zum Heizungsgesetz angekündigt. Kubiki, man nennt ihn auch die lebende Schikane der Formel 1, weiß sich darin einig mit seiner Parteifreundin Marie-Agne Strack-Zimmermann, die... Jetzt ist mir die Ukraine Wumpe, jetzt mache ich einen auf Wärmepumpe, in den Tagesthemen nochmal nachlegte. Nein, das wird vor der Sommerpause mit Sicherheit nicht geschehen können, denn es gibt über 100 Fragen, die wir gestellt haben. Na, da stellen sich Fragen über Fragen. Unter anderem, ja, was sind sie denn jetzt? 101 Fragen, die ominöse Liste soll bei Habeck nie angekommen sein. Und wenn, dann ist sie 2021 im Koalitionsvertrag bereits beantwortet worden. Der Gesetzentwurf daraus liegt auch seit 2 Monaten vor. Da es im Strafgesetz den Tatbestand senile Vereinigung noch nicht gibt, erteilten Aktivisten der FDP-Zentrale in der Berliner Reinhardtstraße jetzt schon mal die letzte Ölung. Das ist makaber, das ist geschmacklos, denn Wolfgang Kubicki ist ja noch gar nicht tot. Oder wenn, dann hat er es noch nicht gemerkt. Heute hat Geburtstag der Joshua.
mein Patensohn Joshua. Wunderbaren Tag dir und nur der BVB. Und man kann es gar nicht weit genug trennen von diesem Mann, der heute 75 wird. Und der mir das Geständnis abbringt, es gibt Lieder, von denen hätte ich selber nicht gedacht, dass ich die immer versuchen würde. Das ist im Grunde Hannover als Akkordfolge. Widerlich. Ich will duschen.